Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, ich mache hier direkt weiter nach der letzten Mission. Wir haben uns beim letzten Mal hier oben die beiden Bereiche, ne, hier den Bereich gesichert, so rum war es, von den Harkonnen. Und ja, jetzt geht's zum allerersten Mal, Freunde, gegen die Atreides. Da würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an. Wir testen gerade den Prototyp eines exianischen Nervengases an meiner körperlichen Gestalt. Lasst euch davon nicht ablenken. Das Gas ist äußerst wirksam und durchdringt sowohl Panzer als auch Destillieranzüge. Die Wirkung ist Orientierung und ein mögliches Zerplatzen. Wir werden größere Mengen dieses Gases erwerben, sobald wir über die nötigen Mittel verfügen. Die Xianer sind ungeduldig. Wir haben nur wenig Zeit. Sprechen wir kurz über euren Auftrag. Wir müssen unsere Spice-Produktion sofort steigern, und zwar beträchtlich. Das nächstgelegene Spice-Feld ist unter der Kontrolle der Atreides. Vernichtet die Atreides und baut das Spice ab. So kostengünstig wie irgend möglich. So lautet der Auftrag. Unsere Carryall-Transporter könnten eure Produktivität erhöhen. Das ist eine Empfehlung. Ja. Das ist wirksam. Ach du Scheiße, Freunde. Das wird krass. Das war heftig gerade, ja. Die Cutscene. Ja, die testen anscheinend irgendein Nervengas bei sich selber. Und ja. Gut, Freunde. Nächste Mission. Wir sollen einfach nur 15.000 Spice sammeln. Aha. Das hört sich ja jetzt erstmal nicht so schwer an, ne? Das Spice ist das Wichtigste. Die Atreides besitzen das Spice. Wir müssen ihren Raumhafen erobern und einen MBF einfliegen. Okay. Das Spice abzubauen. Kampf ist teuer. Daher kämpft nur, wenn die Atreides den Spice-Abbau stören. Benutzt nur einen möglichst kleinen Teil des Budgets für eure Verteidigung. Alles klar, bin ich mal gespannt. Ja, wir kriegen jetzt zum ersten Mal die Flugzeuge, Freunde. 96 km/h. Sehr geil. Und die Hightech-Fabrik haben wir jetzt. Sehr schön. Und das erstmal Türme. Sehr gut, okay. Gut, Freunde, da würde ich mal sagen, legen wir mal los. Allerdings habe ich mal wieder keinen Sound. Also würde ich mal sagen, ja, bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Und ja, wir sind jetzt hier in der Mission. Wir haben keinen Bauhof. Das finde ich jetzt gerade sehr krass. Und es geht wirklich zum ersten Mal gegen die Atreides hier, Freunde. Dann macht ihr mal kaputt da. Ja, ich habe ein paar Wüstentruppen dabei, Freunde. Da ist der Raumhafen, alles klar. Und ich habe hier drei Pioniere direkt. Also es geht ja direkt actiongeladen hier los. Und ja. So, das Ding müssen wir erobern, haben die gesagt. Dann machen wir das mal. Dann schicken wir mal einen hier rein und die anderen beiden in die Energie. So, dann brauchen wir da schon mal nichts mehr zu bauen. Sehr gut, Freunde. Raumhafen haben wir zur Verfügung. Sehr geil. Wir haben jetzt die erste Mission mit Raumhafen, Freunde. Kann ich die verkaufen? Die Mauern da? Nee, leider nicht. Okay, gut. Dann bau den Bauhof mal da unten hin. Und einen Moment gerade, ganz kurz. Mein Handy hat hier mal sein Google aktiviert. So, alles klar, Freunde. Wie gesagt, weiter geht's bei Dune 2000. Ich kann hier schon was bestellen, aber noch nicht so viel, leider. Aber wisst ihr was? Kauf schon mal einen Sammler. So. Einfach mal so. So. Neue Bauoption. Sehr gut. Und, ja, wie gesagt. Jetzt sind wir hier in der Mission, wo wir eigentlich nur, Dings abbauen sollen. Spice. Allerdings bin ich mir da nicht so sicher. Es kommen bestimmt auch noch Gegner angeschissen hier. So, dann schießen wir da drauf, macht das mal kaputt da, weil ich würde gerne hier eine Raffinerie hinbauen. So, dann baue ich schon mal die Raffinerie. So, ich mache jetzt hier die Mauern, wie gesagt, einfach platt, damit wir hier schön die Raffinerie aufbauen können. So. Weil ich brauche den Platz hier ganz einfach. Ups, alles klar, Freunde. Und ja. Freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei Dune 2000. Ich nehme das Ganze hier an einem Sonntag auf. Sonntagabend, Freunde. Und ja, habe jetzt nochmal so ein bisschen Lust bekommen, hier aufzunehmen. Und für die nächste Woche brauche ich ja noch ein, zwei Folgen. Deswegen, ja.
nehme ich jetzt hier schön auf. So, mit dem und dem Geld. Ah, die sind beide rot jetzt, scheiße. Egal, der ist trotzdem noch genauso schnell wie ein Shrike. So, dann erkunden wir einfach mal ein bisschen. Also wenn wir hier wirklich nur 15.000 Spice sammeln sollen, dann ist das ja relativ easy, ne? Der sammelt schon, das ist schon mal sehr gut. Der sammelt schon. So, oh Gott. Was ist das denn da? Da steht ein Turm. Okay. Würde ich mal sagen, Flugzeuge und Sammler kann ich jetzt nicht bestellen. Gut, dann baue ich jetzt als nächstes erstmal die Kaserne. Alles klar. Kann ich die hinbauen? Da unten hin, okay. Ja, dann. Eigentlich müssten die Mauern weg, ne? Aber naja. Ist egal, Freunde. Das mit dem Platz hier, das wird sich schon aufgehen. So, Kaserne. Dieser Turm da, der nervt. Ich glaube, den mache ich gleich direkt mal platt. So. Wir haben jetzt zum ersten Mal auch die Türme zur Verfügung. Habe ich ja beim letzten Mal schon eben schon gesagt. Und da kommt wieder irgendwas. Der sammelt sich da, oder was? Nee, der patrouilliert. Und ja, Freunde, wie gesagt, also... Freut mich, wie gesagt, dass ihr wieder dabei seid. Neue Bauoption. Und da baue ich als nächstes jetzt den Radar. So. Und den nächsten Sammler würde ich mir gerne bestellen, wenn es denn gehen würde. Aber es geht natürlich nicht. Können aber zum ersten Mal hier die Raketenpanzer bestellen. Ich glaube, soll ich mir davon einen bestellen? Ja. Wir stellen mal Raketenpanzer und zwei dicke Rohre mal. Ja, die dicken Rohre, die kennen wir doch noch von den Atreides, ne? Die Belagerungspanzer. Eine meiner Lieblingseinheiten. Darum kommt Mannequin an. Und super, toll. Oh Gott, nehmen wir mal die beiden Kampfpanzer. Beziehungsweise die drei. Noch 4 Minuten. Fahr da hoch. Dann überfahre ich die jetzt alle mal. So, schneller und einfach drüber fahren. Einfach drüber. So schnell kann man damit fertig werden. So, kein Problem. Easy. Easy as pie. So, dann haben wir jetzt ein Radar. Oh, da brauche ich noch eine Energie, Freunde. Noch eine Energie hier. Die mache ich aber hier. Noch 2 Minuten. Upgraden mache ich erstmal nicht. Weil wenn, wenn wir wirklich nur 15.000 Spice brauchen, dann wird das ja kein Problem sein. Dann sammle ich die einfach und dann ist gut mit der Mission. Wenn wir hier wirklich nicht kämpfen müssen. Ist das wirklich so einfach? Moment. Wenn es nur ein möglich fördert und ja. Wir müssen einfach nur 15.000 Spice haben. Sehr schön. Ja, Raketenpanzer. Und 2 dicke Rohre. Sehr schön. So, Raumhafen gibt es dann. Ah, ein Flugzeug. Sehr schön. Weg, ja, dann her damit. Flugzeuge brauche ich. Meine. So, dann mache ich mal die Panzerfabrik mal hier hin, die große. Ah, nee, nicht, nicht Pause. So. Dann habe ich jetzt Verteidigung gegen Mannequin, gegen Panzer. Passt. Konstruktion bereit. So. Wird gebaut. Dann brauche ich jetzt nämlich eine schwere Waffenfabrik. Und ja, ich habe einen Tipp bekommen. Ah, nee, das habe ich ja schon erzählt beim letzten Part, ne? mit der Waffenfabrik, dass das doch was bringt, wenn man 2 baut. Aber, ja, Freunde, wozu brauche ich eigentlich eine Hightech-Fabrik? Brauche ich alles gar nicht. Wenn man hier wirklich nur sammeln muss. nö, bringt das. Och du Scheiße, okay. Der fängt an zu nerven, alles klar, ja, dann mach den mal kaputt da. Ja, putz, putz. Sehr schön. Einheit verloren. Egal, das passt. Ich krieg mein erstes Flugzeug. Und einen Sammler. Her damit. So. Einfach nur Sammlerflugzeuge bauen, weil wir müssen ja theoretisch einfach nur 15.000... Moment mal, ich habe eine Idee. Schieß mal da drauf. Vielleicht... Ah nein, der ist dumm. Der ist blöd. Deswegen. Ja, Moment, da gibt es irgendeinen Winkel. Schieß mal da drauf. Ja, sehr schön. Da ist der Winkel.
Da ist der Winkel. Und nehmen wir die Wüstentruppen. Schieß mal da drauf. So. Alles klar. So, dann weiter Sammler bauen. Eine Bauoption. So, mach den scheiß Turm mal weg. Wüstentruppen, ja. Putz. Sehr gut. So. Dann habe ich ja schon mal ein bisschen Ruhe. Oh, nächste Dings dahin. Ah, Moment. Noch eine Minute. Was wollte ich jetzt sagen? Egal. Bauen wir die nächste Raffinerie hier hin. Ja, Freunde, das speichere ich mal zwischen dem Missionsanfang. Spiel gespeichert. So eine düstere Musik. Oha. Wird gebaut. Ja, okay. Oh. Da gab es wieder Wurm-Action vorhin, ne? Konstruktion bereit. Krass. So, nächste Raffinerie. Oh, da gibt es noch mehr Wurm-Action. Habt ihr es gehört? Die Römer, die stehen anscheinend auf Metall. Ja. So, nächste Sammler ist fertig. Sehr gut. Also einfach nur Spice abbauen, okay. Mhm. Ich glaube, diese Mission ist zur Einführung des Raumhafens. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, dann stellt ihr euch mal hier unten hin. Für alles, was da durchkommt. Ach du Scheiße, so viele Wüstentruppen, Freunde. Das ist doch wohl nie wahr. Ja, fahrt da drüber, komm. Fahrt da einfach drüber. So, und weg damit. Sehr gut. So, diese scheiß Wüstentruppen, ey. Jetzt fahr da drauf. So, sehr schön. Gut, alles klar. Dann können die mal wieder zurück. Weil Panzer gegen Wüstentruppen ist immer scheiße. So. Dann habe ich ja jetzt eigentlich... So, alles gebaut, ne? Jetzt muss ich eigentlich nur noch Geld sammeln. Wird gebaut. Eigentlich schon, ja, theoretisch. Hab jetzt 5 Sammler. Ich glaube mal auch, dass die ausreichen. Aber für die Silos brauche ich noch mehr Energie. Okay, das passt aber. Ja, die 2 Belagerungswaffen, die machen das. Die machen das locker. So. Ach du Scheiße. 2 Schüsse reichen eigentlich immer, um einen männigen Platz zu machen, ja. So, dann brauche ich mal eine Energie. Stimmt hier, die Hightech-Fabrik, die könnte man bauen, jetzt zum Beispiel, um noch mehr Flugzeuge selber zu bauen. Ach du Scheiße. Flugzeuge selber zu bauen, aber. Ja. Die baue ich nicht unbedingt selber, nee. So, dann. Na super, genau durchgefahren. Ja, toll. Einfach ein bisschen drüber. Hier, so. Fahr da drauf. So. Scheiß Wüstentruppen. Aber egal, ich habe 2 Belagerungswaffen. Seht ihr, die sterben direkt. So. Und zack, das war's. Da kommen noch mehr Manneken. Ach du Scheiße, Freunde. Da kommen noch mehr Manneken. Egal, ich nehme einfach 2 Panzer und fahr wieder drüber. Komm. Mach mal wieder ein Blutbad hier. Oh, ja, ist okay. Ist okay. Holy shit! Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich brauche mehr Einheiten. Oh Gott, schwere Mission. Schwere Mission. Ach du... Ach du Scheiße. Oh Mann. Ah, tut mir leid, Freunde. Das muss ich nochmal laden. Alles klar. Ich brauche Einheiten. Ich brauche Einheiten. Nach dem Sammler werde ich Panzer bauen, jede Menge. Zu wenig Geld. Scheiße, Freunde, ich brauche Einheiten. Okay. Da ist wieder die Wurm-Action, okay. Wir sind bereit. Sammel schneller, bitte. Ja. Wir sind bereit. So. Noch 4 Minuten. Alles klar, danach brauche ich direkt Panzer. Ich darf mich eben doch nicht hier nur auf Sammeln fokussieren. Ich habe es mir schon fast gedacht, Leute. Ich habe es mir schon fast gedacht. Deswegen lasse ich es auch erstmal den Bau. 3 Minuten. So. Raumhafen kommen Einheiten. Okay. Die sind noch voll. Alles klar. So, dann kommt ihr mal dahin. Du kommst dahin.
Dann macht ihr mal alles kaputt, was sich hier nähert, ja? Noch 2 Minuten. So, zack, zack. Sehr schön. Zack, zack. Ja. Da schießt der tatsächlich. So. Zack, zack. Oh nein! Noch 1 Minute. Warum trefft ihr denn nicht? So. Genau. Ja, sehr gut. Okay. Ich brauche gleich einfach übelst viele Einheiten. Für Mannequin. Okay. Na gut, Freunde. Ja, nicht schlecht, also auf jeden Fall. Gar nicht so eine einfache Mission. Ich dachte, das wird so easy, so ja. Dann bauen wir einfach mal 15.000 Spice ab, aber nee, nee, das ist schwer. Das ist nicht einfach. Absolut nicht, Freunde. So. Pause. So. Jetzt habe ich ja quasi immer einen Sammler am Geld abliefern. Das heißt, ich kann ununterbrochen bauen eigentlich. Ja. Kann ich, okay. So, Raumhafen. Ah, Raketenpanzer könnte ich eigentlich noch gebrauchen. Pause. So. Da wäre auch noch ein zweites Flugzeug, aber ich nehme lieber Raketenpanzer. So. Ah, das dauert immer ein bisschen länger, bis der jetzt hier die Kohle liefert, aber sollte passen. So. Ja, komm, dann kauf einfach und baue hier weiter. So, da krieg ich ja die ganzen Einheiten. Die werde ich direkt da oben abfangen. Direkt abfangen, Leute. Direkt abfangen. Direkt rüberfahren hier. Komm, lasst euch nicht nerven. Sehr schön. So, ein paar habe ich jetzt schon mal überfahren. Sehr gut. Ey, zum Glück habe ich hier aufgedeckt, Freunde. So, das war gut. Das war sehr gut, Freunde. Sehr schön. Gut. Dann haben wir die Gefahr hier schon mal gebannt. Alles klar. Dann kann er jetzt kommen. Das ist jetzt kein Problem mehr. So. Alles klar, Freunde. Das passt. Sehr gut. Dann kann er es jetzt versuchen. Noch 2 Minuten. Bots. Sehr gut. Ja, dann. Keine Ahnung. Schieß mal den erstmal kaputt. Dann mach den kaputt. So, Bots. Sehr schön. Du Scheiße. Sammlerstau, ja. So, zack. Und zack. Sehr gut. Sehr schön, Freunde. Sehr gut. Den Angriff haben wir diesmal überstanden. Ist doch schon mal sehr gut. Zack, zack, zack. Wunderbar. Das würde ich sagen, speichere ich mal, Freunde. Und ja, da kriege ich jetzt nochmal den nächsten Raketenpanzer. Und die nächste Raffinerie brauche ich dringend. Freunde, dringend. Ich brauche mehr Abladeflächen für die Sammler. Dann verdummen wir da drauf. So, aber erstmal noch eine Energie. Ist auch wichtig. Und Flugzeuge. Ich brauche mehr Flugzeuge. Wird gebaut. So, alles klar. Also wenn ich mich hier wirklich nur verteidigen muss, dann ist das ja easy. Aber ich muss mich hier anscheinend nicht nur verteidigen. Ich muss auch Einheiten produzieren. Ja, ja, das ist Sammlerstau. So, du kannst mal hier unten reinfahren. Nein, fahren. Du brauchst kein Flugzeug. Verdammt. So, zack, weg damit. Gut, dann würde ich sagen, baue ich direkt noch eine Raffinerie. Und Flugzeuge im Raumhafen, ja, mache ich auch gleich noch. Wird jetzt nur spannend, wohin jetzt die nächste Raffinerie? Ich glaube hier, ja. Alles klar, Raumhafen, Flugzeug. So, sehr schön. Lieferung in 5 Minuten. 5 Minuten, ja. Das ist genau bei den Atreides. Wird gebaut. Ja, wie geht's euch so? Mir geht's ganz gut. Freut mich, dass ihr dieses schöne alte Spiel noch mitschaut hier und mir zuschaut. Und regelmäßig vor allem. Also es gibt drei, vier Leute, die kommentieren unter jedem Video. Das finde ich sehr cool. Finde ich sehr cool von euch. Vielen Dank. Noch 3 Minuten. Wundert mich ein bisschen, dass dieses alte Spiel noch so großen Anklang findet, aber es. Das ist es halt wert, oder, Freunde? Das ist es wert. Das Spiel ist einfach geil, oder? Ah, jetzt kommt er von da unten. Ernsthaft? Mit Panzern? Oh, Gottes Willen.
Noch 2 Minuten. Ja gut, dann geht mal alle da runter. Ja, natürlich auf die Sammler, ist klar, ne? Kommt der einfach mit 3 Panzern an, ey. Ist das krass. So, dann schieß mal da drauf, da. Auch auf den hier. So, damit die alle auf euch schießen. So. Oh Mann, Alter. Zum Glück habe ich das hier ein bisschen aufgedeckt. So. Brauche ich jetzt noch die 4 Silos und dann passt die Sache. Oder vielleicht sogar ein paar mehr Silos, ne? So. Dann Silo. Genau. Reicht das mit den Einheiten? Ich bin ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. So, brauchen wir 2 Flugzeuge noch. So. Sammler habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flugzeuge 2, also dann habe ich noch 2 Flugzeuge übrig. Die ich noch bauen muss, Freunde. Noch 4 Minuten. Ja, bau einfach mal einen Kampfpanzer. Ich bin ein bisschen nervös. Türme werde ich hier nicht bauen, weil es ist definitiv Geldverschwendung. Ich denke mir, wenn wir wirklich nur diese 15.000 einsammeln müssen, sollte das klappen. So, nochmal kurz zwischenspeichern, Freunde. Spiel gespeichert, jawohl. So, dann noch 1 und dann sollte das passen. Alles klar. Ja, Freunde, ich muss morgen leider wieder arbeiten. Morgen ist wieder der Montag. Ja. Ich bin gerade nicht so glücklich, aber ich glaube, so geht's euch auch. Ne? Sonntagabend ist immer blöd. So. Okay, dann würde ich sagen, kann ich erstmal sammeln, oder? Bisschen Kohle sammeln, ne? Ansonsten wird. Aha. Da oben kommt er mit 3 Quads. Okay. Alles klar. Ich hab's gesehen, Junge. Ich hab's gesehen. Und dann ist er immer da drauf und. Ja, oder so. Keine Ahnung. So. Gut. Ach du Scheiße! Was geht. Ah, toll. Super. Ah, das ist doch. Alter Schwede. Ja, toll. Ein Sammler ist jetzt weg. Vielen Dank. Wichser. Verdammte Scheiße, ey. Da kommen noch die Manneken. Ja, aber die Manneken sind relativ egal. Kauft hier 9 Sammler und 2 und 1 Flugzeug einfach. So. Meine Güte. So. Oh, zum Glück habe ich Belagerungswaffen, ey. Kampfpanzer. Okay, gut. Wie viele Flugzeuge habe ich jetzt? 2, 4, ne? Ja. 4 Flugzeuge bei 1, 2, 3, 4, 5 Sammlern, okay. Also 1 Flugzeug brauche ich noch. Weißt du was? Du kannst hier unten hin. Nimm den direkt wieder mit. Boah, nicht schlecht, Freunde. Nicht schlecht. Absolut nicht. Nicht schlecht. Da kommen schon die nächsten Einheiten. Nächste Manneken. Bevor mir die wieder auf den Sack gehen. Stell mal die. Ach du Kacke. Wüstentruppe schon wieder. Ja, komm dann. Fahr drüber. So. So. Jetzt. Ja! Sehr schön. Voll getroffen. Geil. Ja, ich glaube, die Atreides bauen auch gerne Manneken. Kann das sein? Freunde. Kann das sein? 1 Flugzeug noch. So, Panzer. Lieferung in 5 Minuten. Ich brauche einfach viele Panzer. Mich zu verteidigen, meine Güte, ey. Muss hier echt alles zukleistern. Puh, okay. Die Angriffe hier sind echt nicht schlecht. Nicht ohne, ja. Da kommt schon wieder was. Mach Menno. Na ja, gut. Solange es nur Manneken sind, ist alles gut. Noch 3 Minuten. So, das sieht ja schon relativ gut aus hier mit den ganzen Flugzeugen. ja. Weiter Panzer einfach bauen. Ich glaube, das Geheimnis hier ist einfach, man muss schneller sammeln, als wie man das Geld für Einheiten ausgeben kann. Ich glaube, das ist hier das ist so das Geheimnis bei der Mission. So, weil schaut euch das mal an, wie schnell die Kohle jetzt reinkommt. 3 Raffinerien. 7 Sammlern oder so.
Ja, dann, ich fahre doch auch da unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sammler und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flugzeuge. Das passt doch. So, dann Raketenpanzer und 2 Kampfpanzer. So, die stelle ich dann hier unten hin. Alles klar. Gut, Freunde. Das würde ich sagen, speichere ich mal zwischen. Und mach mal die Spielgeschwindigkeit hoch. Ich trau mich mal. Ich trau mich mal. So. Aber wenn das alles, wenn das jetzt alles ist bei der Mission, dann wird es ziemlich langweilig. Wenn wir, gar nicht Sekunden müssen, sondern einfach nur 15.000 sammeln, dann, dann macht es ja keinen Sinn, hier zu erkunden. Das wäre dann, das ist dann ziemlich langweilig. So, dann fahrt ihr mal dahin. Und da kommen meine Einheiten. Sehr schön. Zack, 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 zack. Da schießen wieder Manneken da oben. Keine Ahnung worauf. Aber, ja. So. Ich muss einfach gucken, wann der hier wo die Verstärkung kriegt, ne? So, aber bis jetzt, ja, passt das sehr gut. Wir haben schon 6.000. Ja, 6.000 haben wir. Und wir müssen 15.000 sammeln, alles klar. So, ich hoffe, dass der jetzt nicht nochmal angeschissen kommt, weil wenn... Doch, er kommt angeschissen. Okay, alles klar, dann... Speicher mal das. Spiel gespeichert. So, dann kann er das ja jetzt versuchen, ne? Ich habe jetzt hier verteidigt, Junge. Oh, am besten nicht den Raketenpanzer ganz vorne. Das ist nicht gut. So. Das kann er gerne versuchen, das ist kein Problem. So. Genau. Ja, wie gesagt, ich liebe das, diese Sounds hier. Oh. Hör auf, die Sammler anzugreifen, Penner. Oh. Hälfte von der Kohle haben wir, sehr gut. Ja, wenn das alles war... mehr hast du nicht? Mehr hast du nichts zu bieten? Ja, doch, da kommen ein paar Manneken. Okay. Aber wenn es nur Manneken sind, Freunde, mein Gott. Natürlich, Vilarus buffe ein bisschen nach vorne und dann passt das. Ah, der fährt genau dazwischen. Der läuft genau dazwischen rein, ne? Ja, ja, ich merke das schon. So, dann mach die kaputt. So. Okay, das war's schon. Sehr gut. Der überlebt 2 Schüsse davon. Krass. Oh, weg damit. Das schafft ihr. Die paar Manneken schafft ihr, Freunde. Sehr gut. Haha, sehr schön. Die stehen gut. Die stehen gut. Aber ich glaube, ich brauche noch ein paar Silos. Die lasse ich mal so da stehen. Jetzt kommt er da wieder mit. Ah, verdammt. Okay, dann. Fahr den mal kaputt. Fahr den mal. Ach du Scheiße. Was kommt da schon wieder an? Fahr einfach mal drüber. Komm. Das muss ich mir nicht geben, hier den Stress. Ah. Ach du Scheiße. So viele Wüstentruppen. Um Gottes Willen. Holy shit, ey. Was ist das denn? So viele Wüstentruppen. Fahrt einfach drüber, komm. Sehr gut, Freunde. So muss man mit den Wüstentruppen umgehen. Einfach überfahren. So, dann baue ich das nochmal ein paar Silos. Weil das jetzt die Kohle hier verloren geht, das ist ärgerlich. So, dann fahr einfach platt. Den Scheiß da. So. Konstruktion bereit. Silo, sehr gut. 105, ja. Sollte passen, so. Putz, sehr schön. Und ja, wie gesagt, Freunde, ich hoffe, es gefällt euch, was ihr hier seht. Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst dann einen Daumen hoch da und ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und, ja. Wir sind bereit. Ja, genau. Das war alles, was ich sagen wollte. Und, ja, haben wir es gleich, ne? 2500 noch. Konstruktion bereit. Wird gebaut.
Ah ja, eins geht noch. Das passt ziemlich genau sogar. So, das ist kaputt. Bisschen, das ist ein bisschen kaputt. Aber das passt, Freunde. Das passt. So. Jetzt nur noch warten, die 1700 da. Ich würde sagen, mach mal die Spielgeschwindigkeit hoch. Und speichere das Ganze mal. Spiel gespeichert. So. Gut. Ich glaube, das war's, ne? Wenn das jetzt wirklich alles ist, ne? Das kann's nicht sein, Freunde. Das kann's nicht sein. Ich muss bestimmt jetzt alles platt machen. Da kommt jetzt noch ein zweiter Teil. Pass auf. Spiel gespeichert. Passt auf. Da kommt jetzt noch ein zweiter Teil. Einsatz abgeschlossen. Tatsächlich! Ich werde verrückt. Das war's. Was für eine Minimission. Was war das denn, Freunde? Okay. Staffelführer. Okay. Ja, krass. Die Atreides und Haus Harkonnen kämpften noch untereinander. Gut, Freunde, beim nächsten Mal. Oh, wir sehen die Atreides, die haben ein Loch in die Verteidigungslinie der Harkonnen geschlagen. Und ja. Dann kämpfen wir beim nächsten Mal gegen die Atreides. Das war jetzt unerwartet schnelle Mission, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, speichere ich das jetzt mal unter Mission 6. Spiel gespeichert. Ja, würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.